Unser Leben wird bestimmt durch Zufälle und Entscheidungen. Eine schier unendliche Anzahl von Gelegenheiten und Möglichkeiten reihen sich jeden Tag wie Perlen auf einer Schnur. Doch es bedarf stets unserer bewussten Entscheidung, ein Für oder Wider, um eine Gelegenheit auch tatsächlich zu ergreifen. Sie sind wie Kreuzungen auf einer langen Straße und jede dieser Abzweigungen kann dem Pfad unseres Lebens eine vollkommen neue Richtung geben. Man muss sich nur entscheiden, den Blinker zu setzen und abzubiegen. Ich gehe segeln, raus aufs Wasser, in den Wind. Ich gehe segeln, mir egal, wo ich morgen bin. Und genauso bin ich vor einigen Monaten von der schnellen Autobahn, die mein Leben geworden war, abgebogen. Ich habe mich entschieden abzubremsen und bin dann ganz langsam und voller Vorfreude die Ausfahrt hinunter auf eine winzige Landstraße ins Ungewisse gerollt. Und meine Entscheidung wurde belohnt, denn ich wurde Zeitmillionär. Ich bin so glücklich wie ein Kind, dass ich abgehauen bin. Ja, und jetzt sitze ich endlich hier und lebe meinen Traum. Ich nenne Träume häufig den Wunschzettel an das Leben. Und ich habe festgestellt, wenn man seine Wünsche für sich selber klar formuliert und seine Träume für sich selber ausdrücken kann, das können viele nicht, dass man wirklich sagt, ich möchte für 6 Monate auf eine Reise gehen. Das war wirklich ein tolles Gefühl, zu sagen, ich mache das. Und dann zu erleben, wie viel Energie in einem steckt, wenn man diesen Entschluss gefasst hat und wirklich nur noch konkret in eine Richtung denkt. Eine weitere Idee lebte schon seit Jahren in mir. Da ich als Bassist eigentlich sonst immer für andere spiele, wollte ich endlich meine musikalischen Ideen umsetzen und eigene Titel komponieren. Und so sind insgesamt 15 Songs entstanden, die die emotionalen Abschnitte der Reise viel besser widerspiegeln können als langweilige Routenbeschreibungen. Und so wird dieser Film nicht nur von der Reise, sondern auch von der Entstehung der Songs erzählen. Und zwar von der Idee bis zur Aufnahme im Studio.